Herzlich willkommen auf minitechnet.de. Heute möchte ich euch das neue Jetway NF93 LF Mini ITX Mainboard vorstellen, das auf die Intel Monte Vina Plattform basiert und die neuesten Intel Core Duo Prozessoren mit Benrin Kern unterstützt. Das Jetway NF93 LF Mini ITX Mainboard ist mit dem letzten Intel GM45 Chipsatz und mit dem Sockel P ausgestattet. Auf dem Sockel P passen Intel Core Duo Prozessoren, unter anderem auch die neuesten Intel Core Duo Prozessoren mit Benrin Kern. CPUs mit dem Benrin Kern erreichen eine deutlich höhere Performance als wie gleichgetaktete CPUs mit Merom Kern, sodass dieses Mainboard ausgestattet mit einem sehr schnellen Benrin Prozessor wirklich höchste Leistungswerte erzielt und ist vergleichbar mit einem System mit Intel Core Quad Desktop CPUs. Der integrierte Grafikchip Intel GMA X4500 HD ist aber nicht so schnell wie Chipsätze von AMD und Nvidia, ist auch weniger zum Spielen geeignet, hat aber eine integrierte Hardwarebeschleunigung für HDTV-Videos, sodass das Mainboard HDTV-Videomaterial fast gänzlich ohne CPU dekodieren kann. Das Mainboard selbst hat Jetway etwas zurückhaltend gefertigt. So hat Jetway die sonst üblich knallig gelben Farben weggelassen und eher einen traditionellen Stil eingeschlagen, wohl um Industriekunden anzusprechen. Dies merkt man auch am vorhandenen Dual-Channel LVDS-Port, um Flüssigkristall-Displays direkt anschließen zu können, und an die beiden seriellen Ports an der ATX-Blende. Allerdings ist das Mainboard durchwegs auch für den Konsumenten gedacht, wenn auch der Preis mit 190 Euro eher hoch liegt. Andere Jetway-Produkte sind meist viel billiger. Für Staunen sorgen auf jeden Fall die vielen Videoausgänge. Unter anderem verfügt dieses Mainboard über einen digitalen DVI-Port, einen digitalen HDMI-Port, der im Übrigen auch das Audiosignal digital überträgt, und einen analogen VGA-Ausgang. Zusätzlich liefert Jetway eine PCI-Blende mit einem Patchkabel, das intern angeschlossen wird, und dann einen S-Video-Ausgang sowie Composite-HDTV-Video überträgt. Das Tolle daran ist aber, dass sämtliche Videoausgänge unabhängig voneinander gesteuert werden können. So ist es auch möglich, zwei digitale Flachbildschirme an den DVI- und an den HDMI-Port anzuschließen. Sonst ist es eigentlich recht üblich, dass nur ein digitaler Port für den Dual-Screen-Modus verwendet werden kann. Der andere Bildschirm muss dann immer am analogen Videoausgang angeschlossen werden. Im Test konnten wir übrigens für kurze Zeit sogar eine Triple-Head-Lösung verwenden und haben tatsächlich drei Bildschirme an allen drei Videoausgängen, eben DVI, HDMI und VGA, anschließen und auch ansprechen können. Das Mainboard verfügt sonst noch über zwei Gigabit LAN-Ports, vier USB-Schnittstellen. Die Audio-Ports unterstützen nur Stereokanal sowie Kopfhörerausgang und Mikrofoneingang. Wer 5.1 Surround Sound haben möchte, kann dies digital entweder über den HDMI-Port oder über den optischen SPDIF-Audioausgang genießen. Das Mainboard kann mit insgesamt 4 GB Arbeitsspeicher ausgestattet werden im SO DDR2800 Format. Zwei Module können eingebaut werden. Eines an der Ober- und eines an der Unterseite. Baut man zwei gleiche Module an, dann ist sogar Dual Channel möglich. Das Mainboard verfügt sonst über insgesamt 4 SATA Ports und einen IDE 44-Pin Port, um ältere Slimline Laufwerke ansprechen zu können. Erweitern kann man das Mainboard über den PCI oder den kleinen Mini PCI Express Slot. Den kompletten Testbericht zu diesem wirklich sehr leistungsfähigen Mini ITX Mainboard können Sie in Kürze auf unserer Website www.minitechnet.de nachlesen. Vielen Dank für Ihr Zusehen und auf Wiedersehen.